Es ist eine tolle Gemeinschaft. Jeder ist für jeden da, jeder macht für jeden den Weg. Daraus entwickelt sich auch dieses Gemeinschaftsgefühl, was man heute nicht in vielen Mannschaften mehr hat. Für so einen kleinen Verein und, sag ich mal, so tief spielt und kein Geld zahlt, ist das schon super. Keine negativen Worte dem anderen gegenüber, eher immer das Positive, das Aufbauen. Macht Spaß. Sind schon 25, 26 Kumpels, die wir jetzt hier sind eigentlich. Das ist auch ein Erfolg für uns. Eher Freunde als nur in Anführungszeichen eine Mannschaft. Wir haben zwei Top-Torschützen, so kann man es nennen. Das ist einmal der Josef Dilber, der eine hervorragende Schusstechnik hat. Er hat sehr viele Standardtore gemacht. Der Alexander ist mehr ein Spieler, der kopfballstark ist. Er ist auch ein Stückchen größer und kann auch Spielentwicklung voraussehen, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Beide haben natürlich diese Veranlagung, dass sie unwahrscheinlich gut am Ball sind und auch wunderbar das Spiel nebenher sehen. Also die haben immer ein Auge für Mitmann und sind beide sowas von fit. Das trägt alles dazu bei, dass die ihre 30 Tore gemacht haben. Wir wissen ganz genau, dass es nicht so leicht wird in der Bezirksliga West wie in diesem Jahr. Einstelligen Tabellenplatz möchte ich gerne. Auf jeden Fall Klasse halten. Klasse halten. Klasse halten ist für mich das Ziel mit der Truppe. Ich hoffe, dass wir uns dort wenigstens festigen können und dass wir nicht zu den Absteigern in den nächsten Jahren gehören. Spaß haben an ganz oberster Stelle. Ob ich jetzt wieder 30 Tore mache oder nur 5 oder gar keins, das ist mir egal. Weiter gucken werde ich noch ein paar Spieler ranholen. Hochkarätige, würde ich mal sagen. Vielleicht können wir noch welche von uns gewinnen, sodass wir vielleicht noch mal irgendwann noch den ersten drei angreifen können oben in der Bezirksliga. Das wäre schon was Schönes. Solange wir die Klasse halten und Spaß am Fußball haben und weiterhin so eine Truppe bleiben, ist für mich alles andere, was ich an Toren mache, einfach nur ein nettes Zubrot im Endeffekt.